Ja, und damit wieder mal willkommen zu Malen nach App. Ich mache jetzt noch einmal. Ich merke gerade, das ist der falsche Block, Entschuldigung. Das müsste der Block sein. Haben wir ihn. Da hatten wir ja letztes Mal, genau, hier diesen royalen Badespaß, also wie ich das Bild letztes Mal genannt habe, oder? Nee, Badespaß Royal. Genau. So. Und ich werde jetzt mal. Ach, die App sollte ich vielleicht auch mal starten. Ich sollte mal gucken, dass ich hier die neue Challenge einfach mal starte. Ich weiß es wieder nicht, ob man das wieder so schlecht sieht. Aber. Oh je, man sieht ja eine Spiegelung von mir. Oh je, oh je. Okay, und diesmal aktiviere ich auch das Zeitlimit. Und zwar waren das ja 20 Minuten. Die kann ich hier auswählen. Und hier gibt es auch andere Challenges, zum Beispiel mit Farben und sowas, aber ich habe ja hier eher Bleistift und Papier einfach nur. Also ich habe keine guten Farben. So, deswegen lasse ich das jetzt mal zufallsgenerieren nochmal. Und dann, was haben wir jetzt? A foxy female who is casting a spell riding a unicycle. Spricht man das so aus? Unicycle? Oder ist das a unicycle? Nee, Unicycle nenne ich es jetzt einfach mal. Okay, Foxy Female. Okay, wie übersetzt man denn jetzt Foxy am besten? Was war denn jetzt Foxy? Ich glaube, da muss ich mal gerade. Moment, ich habe den Rechner ja hier an. Da muss ich gerade mal genau übersetzen. Foxy, ist das jetzt eher so promiskuitiv oder frech? Fuchsig? Ah, oh je, okay. Wie kann man das jetzt übersetzen? Das ist jetzt ein Problem. Auf jeden Fall, solange mein Internet gerade noch startet, warum braucht das gerade so lange, das gute Opera, kann ich ja schon mal ein paar Outlines hier machen. Wie ist sie denn hier schon mal? Ach, die zaubert, ja. Das ist. Jetzt habe ich. Ja, super. Jetzt habe ich letztes Mal schon diese tolle Herausforderung gehabt, dass ich einfach diese komische Position gewählt habe von diesem König. Und jetzt muss ich direkt eine Frau zeichnen. Also ich muss dazu ehrlich sagen, ich bin nicht sonderlich gut darin, Frauen zu zeichnen. Und ja gut, aber deswegen ist es ja auch eine Challenge, ne? Die Zeit, die läuft hier gerade ab. Foxy, listig. Ah! Okay. Ja, das sagt mir zumindest jetzt der Google-Übersetzer. Ich hätte jetzt, oder was gibt's noch? Pfiffig, verschlagen, schlau. Na gut, okay, das sollten wir schaffen. Ich hoffe es. Okay, so. Was mache ich denn jetzt hier? Genau, ich mache jetzt, ich weiß nicht, ob man das so sieht. Hey, mein Papier ist aber auch ganz schön durchgewellt. Zumindest sieht das auf dem Video gerade so aus. So, natürlich erstmal wieder. Bisschen die Form. Ah, ich muss sie auch nicht ganz zeichnen, denke ich mal. Da steht ja jetzt nichts. Oh, ja, die sitzt ja auf einem Einrad auch noch. Fällt mir jetzt gerade ein. Also, als wäre eine Frau, die Foxy ist und zaubert, nicht schon schwer genug. Sie muss auch noch auf einem Einrad sitzen. Okay, gut. Probieren wir es mal. Also, bei Frauen ist halt auch mal schwierig. Ich meine, wenn man bei Männern die Statur ein bisschen zu breit macht, dann gut, dann ist er halt immer noch ein bisschen kräftiger. Das kann man ja alles noch karikaturmäßig irgendwie noch in dem Stil akzeptieren. Aber bei einer Frau wirklich, eine Frau hat ja wirklich auch in sämtlichen Zeichenstilen ja auch einfach immer diese weiblichen Formen und Rundungen. Das ist irgendwie für mich wirklich so eine Herausforderung. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ach so, sie zaubert ja. Sie muss ja irgendwas mit den Händen irgendwie so. Muss mal gucken, was ich hier so mache. Naja. Erstmal hier so grob ein bisschen. Okay, gut, das sollte. Ach so, vielleicht ein bisschen so eine offene Hand. So grob jetzt erstmal. Sie sitzt auf einem Einrad. Ach, ja.
Da habe ich mir jetzt was eingebrockt. Ich dachte echt, schlimmer kann es nicht mehr werden. Aber. Oh je, wie sitzt man denn auf einem Einrad? Moment, man hat ja jetzt hier, sage ich jetzt mal, den Sattel, der so rausguckt. Oh je, sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Dann. Ich habe jetzt auch nicht tagtäglich mit Einrädern zu tun, aber ich glaube, das Bein. Ich meine, die Pedale ist ja meistens eine oben und eine unten. Die mache ich jetzt erstmal so grob. So. Und das andere Bein jetzt mal so ein bisschen ausgestreckt. Ja gut, hier ist jetzt leider das Blatt Papier zu Ende. Da kann ich wohl dann doch nicht den Rest dran zeichnen. Okay, so, jetzt muss sie erstmal auch ein bisschen Foxy werden. Generell mal ein bisschen detaillierter. Man sollte erkennen, dass das eine Frau sein wird. Also auch wenn man Frauen zeichnet und man zeichnet die Ma ne Nase wieder ein bisschen zu markant und detailliert, dann sieht die auch wieder zu maskulin aus. Ich glaube, man kann noch nicht erkennen, dass es wirklich eine Frau werden soll. Okay, ich habe noch ja, fast 15 Minuten. So, und die Kopfform ist natürlich dann auch ein bisschen nicht so länglich wie bei einem Mann dann. So, und die Haare, die machen natürlich auch viel aus. Oh je, oh je. Ich muss noch ein bisschen aufpassen mit meinem Stativ hier vor mir. Ich kann auch leider jetzt nicht so nah an mein Bild rangehen, um die Details so gut zu erkennen, weil sonst verschiebe ich hier das Ding. Vor allem Stativ. Oh Mann, ich muss irgendwann mal zeigen, was eigentlich mein Stativ hier ist. So, ich glaube, die hat zu breite Schultern dafür, dass ich die so schräg hier drauf zeichne. Ich glaube, die muss ich irgendwie mal so ein bisschen. Ja, und vor allem die Brust, ne? Also, wie zeichnet man denn sowas? Zeichnet man denn Brüste? So, auf jeden Fall hier ein bisschen, ja, die Taille. Wer zaubert denn auch auf einem Einrad? Wer macht denn sowas? Habe ich persönlich ja noch nie gesehen. So, aber immerhin haben wir schon mal grob die Pose. Weiß nicht, vielleicht erkennt man auch, dass das ein Einrad werden soll. Aber wie. Moment, wie mache ich das denn jetzt hier? Vor allem, wie hoch geht denn das Rad bei einem Einrad? Ich hatte mal einen Kumpel, der konnte Einrad fahren. Hat er auch bei jeder Gelegenheit gemacht, aber. Ich weiß leider nicht mehr, wie genau die Dinger jetzt ausgesehen haben. Ich glaube aber, so ein bisschen Foxy guckt die. Ich mal gerade hier. Das Gesicht noch ein bisschen bearbeiten. Dann braucht die gute Dame auch mal Augen. Hey, meine Miene ist jetzt noch gar nicht abgebrochen. So, okay, gut, die guckt jetzt ein bisschen böse, aber. Frauen halt, ne? So, noch ein bisschen markanter machen, damit man das auch erkennt. Das ist natürlich immer so eine Sache, wenn man jetzt nicht gerade die perfekteste Kamera hat, dass man das dann auch alles erkennt. Ja, ah, und da, Nummer 1, Mine abgebrochen.
Die Einradzauberin. Ui, es ist die Hälfte der Zeit ja schon um. Ich glaube, ich muss mich beeilen. Jetzt muss ich vor allem auch so immer so ein bisschen wegen dem Stativ auf Distanz zeichnen. Jetzt würde ich tatsächlich mit dem Kopf ein bisschen näher an die Zeichnung gehen, damit ich das alles auch ein bisschen besser erkenne. So, jetzt auch die Frage, was trägt denn auch für Klamotten? So als Einradfahrerin, arbeitet sie im Zirkus? Oder? Ich muss den Zauber aber auch noch irgendwie. Die soll ja einen Spell casten. Komm hier, mach so einen guten alten. Oje, oje, das sieht auch schäbig aus. So einen guten alten Blitzzauber, wollte ich sagen. Die Hand sieht ja jetzt auch gerade. Ich sehe das gerade hier auf meinem Monitor. Da wirkt das wieder ganz anders, weil das Bild natürlich so ein bisschen verzogen ist. Aber so ist die Hand natürlich ein bisschen anders proportioniert. Ne? Aber wenn ich das jetzt so wieder hinlege, da sieht die Hand wirklich gigantisch aus. Ich weiß, kann ich das Stativ ein bisschen vertikaler so einrichten? Ah, nee. Ja. Aua. So. Machen wir mal hier so. Das soll jetzt hier der kleine Finger sein. Und der ist einfach mal riesig. Ja. Oh, das mache ich übrigens auch gerne, dass ich mir mit den Fingern durch die dunkleren Zeichnungen wische und dann habe ich hier gleich alles schwarz. Also eigentlich sollte man als professioneller Mensch irgendwas dahinlegen, damit man nichts verschmiert. Moment, jetzt muss ich mal gucken, gibt die Armhaltung Sinn? Ja, ich muss hier irgendwo noch den Daumen unterkriegen. So, der Zeigefinger ist halt noch hier. Den habe ich nicht vergessen. Und nochmal die Mine abgebrochen, okay. Gut, gut, gut. Bin auch gleich mal gespannt, wie fern die App sich meldet, dass ich fertig bin. Und dann setze ich auch wirklich den Stift ab und mache nicht mehr weiter. Muss ich jetzt mich eigentlich ein bisschen beeilen? Ich habe jetzt irgendwie noch fast 7 Minuten Zeit. Oh, Mine. Eine Mine. Also ich bin ja sonst eigentlich wirklich ein schneller Zeichner. Aber das ist alles gerade ein bisschen so eine erschwerte Bedingung.
Wegen dem blödsten Tief hier. Aber ich versuche wirklich mein Bestes jetzt hier mal. So, und das Beine hat sie, das Einrad hier hat sie. So, ich weiß auch nicht, wie so ein Sattel geformt ist. Das sieht aus wie so ein Dürüm. Oder so ein Lammertschuhen. Gut, dann ist es halt einfach ein Lammertschuhen-Einhorn. Ein Einhorn. Oh Mann. Ich jetzt auf ein Einhorn. Ein Einrad. Ein Unicycle. Ja, wahrscheinlich wegen Unicorn. Ich versuche hier immer so ein bisschen so das Rad noch zu machen. Ein bisschen perspektivisch richtig. So ein bisschen wie so ein Ei ist es ja dann. So, jetzt habe ich hier. Ich noch eigentlich die Moppelklampen. Aber. Das. Komm, kriegt auf jeden Fall schon mal ein Armband. Ja, wunderbar. Das hat's gebracht. Ja, was für Klamotten kriegt die denn hier? Ich weiß auch nicht, ich denke mir jetzt mal hier irgendwas aus. Also ich finde echt, Frauen sind für mich so das Schwerste, was ich zeichnen könnte. Also ich habe es zwar eine Zeit lang immer wieder versucht, einfach zu zeichnen, weil das ja wirklich für mich schwierig ist. Also, aber man soll sich auch ein bisschen seinen Herausforderungen stellen. Deswegen ist es eigentlich auch ganz gut, dass das jetzt hier auch in der Challenge vorkam. So, natürlich noch ein bisschen die Haare weitermachen. Auch ein bisschen Reflexion so in den Haaren einbauen, ist auch mal eigentlich ganz gut. Damit man ein bisschen so die Struktur der Haare versteht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt irgendwie fertig werde gleich. Ich habe noch 3 Minuten. Aber ich finde, manchmal haben auch unfertige Bilder irgendwas Schönes an sich. Das ist manchmal auch ganz gut. Kann man sich auch ganz gut anschauen. So. Wobei ich hier jetzt natürlich auch diesen Verwischstift von mir einsetzen würde. Ich habe nämlich hier so ein Ding, das war in so einem Faber-Castell-Ding drin, in so einem Kästchen, wo verschiedene Bleistifte und Granitstifte drin waren. Das Ding ist eigentlich ganz gut. Also, das hat einfach so zwei Seiten. Das ist eigentlich gerolltes Papier, so ein bisschen scheint es mir. Und damit kann man dann halt auch so, hier so schöne Schattierungen noch machen. Also, man kann im Prinzip auch ein Taschentuch nehmen dafür. Aber ich nehme halt gerne diesen Stift, weil ich ihn einfach habe. Weil ich ihn so geschenkt gekriegt habe in dieser Packung. Ich habe eigentlich aber auch immer schon, ich glaube, seit ich 9 bin, habe ich immer so einen Stift gehabt. Oder mir einen neuen davon dann schenken lassen. Und, ja, das ist eigentlich ein ganz gutes Ding. Ich glaube, hier ist am Rand von diesem Magiestrahl. Ist das, denke ich, mal ganz gut. Ich habe jetzt die Hände nicht ganz so dunkel gemacht, weil ich mir so ein bisschen dachte, komm, diese wabernde Energie, die ist bestimmt hell. Und lässt die Hände so ein bisschen strahlen. Na, hier den Dürüm-Sitz. Lammertschuhen. Okay, ich habe jetzt noch 1 Minute. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen. Manchmal muss man auch so ein bisschen Hilfslinien wegradieren. Das habe ich letztes Mal gar nicht gemacht.
Also, ich hoffe, man erkennt mittlerweile, dass es eine Frau ist. So mehr oder weniger. Ich weiß nicht, vielleicht noch so ein bisschen Kieferknochen machen. Vielleicht noch ein bisschen Lidschatten. Oder wie man das nennt. Also, was könnte ich ja auch nicht, ne? Mir ins Auge rummalen. Vielleicht habe ich auch die Augenbrauen zu markant gemacht. Manchmal sind auch ein bisschen weniger Augenbrauen. Bisschen besser zum Zeichnen. So, sonst noch irgendwas? Hier noch ein bisschen was wegmachen. Ja, ich hoffe, man erkennt, dass es ein Einrad ist. So, oh, ja, die App sagt mir gerade hier: Time's up. Sieht man jetzt auch wieder nicht. Da, so, ah, so muss ich es halten. Dann erkennt ihr auch alles. So, Time's up. So, so ist es geworden. Ja, ich nenne es Magierin auf Lamachun. Alles klar, so, ich bin mal gespannt, was uns nächstes Mal erwartet, was uns da für ein interessantes Projekt bevorsteht, was da wieder zufallsgeneriert wird. Ich würde es eigentlich immer noch am liebsten weitermalen, aber das ist jetzt halt einfach meine Challenge, dass das wirklich nur diese 20 Minuten sind. Obwohl, eigentlich habe ich ja auch eine Zeit davon nur gegoogelt, was Foxy ist. So, komm, das hier mache ich zumindest mal gerade kurz. Komm, komm, so. Alles klar, so. Dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich kann wirklich jedem diese App empfehlen und sich mal einfach da dran zu setzen, um mal wieder was zu zeichnen. Also ich finde das super. Ich kann da super bei entspannen und mir macht es auch richtig Spaß, eigenständige Charaktere zu zeichnen, weil ich finde es natürlich richtig einfach zu zeichnen, was es schon gibt und Sachen abzuzeichnen, die man schon kennt, weil da ist natürlich die Herausforderung nicht so groß. Und vor allem der kreative Spielraum, dass man da nicht eigene Sachen hinzuerfinden kann, weil wenn ich einen Charakter selbst entwerfe, kann ich halt selbst entscheiden, was mache ich jetzt? Gebe ich ihr noch eine Brille? Gebe ich ihr einen Rucksack oder irgendwelche solche Steampunk-artigen Goggles oder irgendwas? Das kann man natürlich beim Abzeichnen nicht machen und ja, einfach mal ausprobieren. Also meinetwegen mit der App oder ohne der App einfach mal drauf loszeichnen. Kann ich nur empfehlen. Ja, also wie gesagt, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.